Das sieht hochprofessionell aus, was wir hier machen. Ja, wir bauen. Wir bauen uns jetzt hier einen Arbeitsplatz für drin. Das Video, was ihr am Dienstag schon gesehen habt. Nee. Doch. Am Montag. Ja, na, aber jetzt drehen wir ja das Dienstagsvideo. Wir drehen ja jetzt das Dienstagsvideo. Ich war in Mathe übrigens schlecht. Was hat das denn mit Mathe zu tun? Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem lustigen Video, glaube ich. Die Aufnahmesituation können wir euch hier erstmal ganz kurz einblenden. Wir sind nämlich auf dem Turnier, auf der Pferd Inter und müssen das jetzt hier im Transporter machen, weil draußen ist es zu windig. Das würde nicht gut funktionieren. Ja, das Video habt ihr ja gestern schon gesehen. Ich habe es ja noch nicht gesehen und ich sehe es jetzt das allererste Mal und reagiere mit Anna darauf. Ja. Viel Spaß! Viel Spaß! Wer ist eigentlich dabei? Das wirst du alles erfahren. Okay. Also Momo, kurz zur Einordnung, sie weiß weder, wer dabei ist noch. Also es gab eine Fragestellung, typisch Momo. Was ist für dich typisch Momo? Sie weiß aber nicht, wen ich gefragt habe und wie die Leute geantwortet haben. Und überhaupt. Nee, ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass ich die Idee hatte und ich habe ein bisschen Angst, die Idee gehabt zu haben. Genau. Und die Leute haben auch gesagt, was soll ich denn jetzt hier sagen? Ich habe gesagt, was ist? Ich habe auch keine Hilfestellung gegeben. Ich habe einfach immer nur die Frage wiederholt und gesagt, was ist für dich typisch Momo? Okay. Jetzt geht's wirklich los. Aber jetzt Jetzt so da. Okay. Was ist denn für euch typisch Momo? Was ist für euch typisch Momo? Typisch Momo. Vor allem schon Tonis Blick. Wussten die nicht, was du mit ihm drehst? Doch, eigentlich schon. Was ist für mich typisch Momo? Also, da könnte ich. Da habe ich ganz schön viele Sachen erzählt. Das Typischste für mich bei Momo ist definitiv ihre Gelassenheit. Nach außen hin zumindest, wenn man sie besser kennt. Dann kann man da schon ein bisschen verstehen, wann sie sich wie fühlt. Aber gerade vor Turnieren oder Verprüfungen wirkt sie einfach so ultra entspannt und ultra gelassen. Sie ist dann einfach im Fokus, im Tunnel und in ihrer Welt und man kriegt die Nervosität gar nicht so mit. Da bin ich ein ganz anderer Mensch. Bei mir würde jeder mitbekommen, wenn ich mega aufgeregt bin. Das scheint sie irgendwie auszublenden. Zumindest nach außen hin wirkt es immer so. Typisch Momo sind für mich Geräusche Stop. Beim Aufsteigen. Na, aber... ja, wenn man aber Bilder zum Beispiel jetzt auch gerade hier aus München die ersten anguckt, ich habe ein übelstes Bitchface meistens. Na, konzentriert, weil ich halt genau, weil ich so konzentriert bin und wenn man viel auch Abreitplatzerfahrung hat, das ist ja immer noch mal was anderes alles, weil es ist halt einfach hektischer, die Pferde sind anders als zu Hause im Training, die eigenen und auch alle anderen, dann entwickelt man ja auch viel Gesamtübersicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite musst du halt voll konzentriert auf dein eigenes Pferd sein. Und deswegen hast du halt, wenn du wirklich konzentriert bist, so viele Dinge, auf die du dich gleichzeitig konzentrieren musst. Ich glaube, das wirkt einfach nur so übelst krass ruhig, weil ich halt so konzentriert bin. Also ruhig bin ich meistens nicht. Da geht sehr viel in meinem Kopf vor. Aber du machst das sehr viel mit dir auch aus. Also ja, du lässt das... Ja, mir kann ja keiner helfen. Genau, in dem Moment kommt keiner raus. Oder ja, du musst halt selber durch. Und was ich glaube, du bist auch nicht der Typ... Also ich bin so, wenn ich ein Problem habe, ich streue das erstmal an meine ganze Crew, die mit da ist. Alle müssen dieses Problem für mich mittragen, weil das meine Art ist, mit Stresssituationen umzugehen. Da bist du zum Beispiel ganz anders. Du machst das mit dir aus oder vielleicht, wenn der Alex noch mit dabei ist, dass du den als Partner mit hast. Aber ansonsten bist du da sehr, ich würde das, glaube ich, auch abgeklärt nennen, weil du weißt so... Ja, aber ich mir auch, also wenn auch irgendwelche Probleme sind, sehe ich mich ja... als die Hauptverantwortliche, genau. Weil ich bin ja irgendwo, das klingt blöd, aber die Chefin, die ja alles koordinieren muss. Klar hat jeder seinen Bereich, jeder seine Tätigkeiten, wo er zuständig ist für, aber am Ende führt ja alles bei mir zusammen. Ja. Das heißt, eigentlich egal, wie klein oder groß das Problem ist, du musst ich mache mir erstmal einen Kopf drüber und... Wie sind wir jetzt da hingekommen?
wegen hier fokussiert sein und Ruhe. Ja. Du wirkst, strahlst du eine Ruhe aus. Genau, also diese Probleme mache ich halt ganz viel in meinem Kopf einfach aus. Deswegen. So, gut, weiter. Und nach jedem guten Sprung oder so. Oder beim Reiten. Immer locker bleiben, locker bleiben. Ja, aber das ist ja auch wichtig. Oder ich hatte noch eine Sache. Momo fängt gerne eine Packung Süßigkeiten an, stellt fest, dass sie ihr nicht schmeckt, die sie extra gekauft hat und dann lässt sie stehen. Momo ist auf dem Turnier. Ja, davon kann ich übrigens auch ein Lied singen. Möglicherweise. Das Thema Ernährung hatten wir erst gestern. Ja, ey. Ich esse auch nachher wieder ein Germknödel zum Frühstück. Gönnt sie sich richtig hart. Also ich habe auch sehr gesunde Phasen, aber die sind sehr kurz. Die sind mir einfach zu anstrengend. Wenn ich Alex nicht hätte, würde ich mich die ganze Zeit von Fertigpizza ernähren. Ich gar keinen Bock habe zu kochen, ich habe kein Talent zu kochen. Und genauso bei Süßigkeiten. Ich habe überall Süßigkeiten. Ja, hier auch. Überall. Und ich habe auch immer Phasen, dass ich halt eine Sache ganz, ganz, ganz viel esse. Und wie Alex sagt, dann probiere ich irgendwie was Neues. Und das ist oft ein Fehler. Es ist einfach oft ein Fehler, was Neues zu probieren, weil ich halt auch echt wählerisch bin. Naja, und dann haben wir eine sehr große Süßigkeiten-Schublade mit sehr vielen offenen Sachen. Randvoll, das Ding. Aber ich bin nicht die Einzige. Wir haben eine riesengroße einen riesengroßen Gummibärchenverschleiß. Im Stall hinten, das kriegst du ja gar nicht nee, so. Nee, das kriege ich nicht mit. Auf dem Braunschrank in der Pony-Sattelkammer. So eine Tüte hält einen Tag. Was? Hä, was macht ihr mit denen? Ja. Ich nehme davon drei Stücke und dann denke ich mir, danke, reicht. Ich nehme drei Stücke und dann gehe ich wieder rein und nehme mir drei Stücke und dann gehe ich. Oh, Wahnsinn, ey. Ihr kleinen, seid richtig kleinen Naschkatzis. Ja. Sollte man sich kein Beispiel dran nehmen. Und dann immer Whitefood und Riegeln, die keinen Stoff. Oder alles, was so da ist, an Obst oder ja, alles Obst. Kleinigkeiten. Wir haben es gehört. Wir haben es gehört. Was Obst. Die anderen kaufen. Obst. Was, ey, der Einkauf, den du auch fotografierst, ich krieg den Preis für den besten Einkauf für München. Na, ich musste ja nur noch Möhren und Äpfel für die Pferde kaufen. Für die Pferde. Nicht für uns, sondern für die Pferde. Das kriegen die Pferde. Ja, das sollte Alex ja mitgebracht haben. Und er hat es ja wieder vergessen. Deswegen musste ich das ja noch schnell holen, weil ja Feiertag war am nächsten Tag. Ja, aber ich meine nur, für die Pferde wird halt total geiles Zeug mitgebracht. Und wir essen echt nur Junkfood hier, ey. Ey, hier ist doch alles zu essen. Wir cheaten. Das ist wirklich eine Cheaten-Woche hier. Wir können es hier auch. Ey. Snackbar für die Pferde. Snackbar, da snack ich auch immer ab und zu. Birnen und Äpfel. Es geht dann so unter, ne? In diesem ganzen Halligalli. Dann erinnert man sie und dann. Ja. Nee, das kann ich jetzt nicht. Das geht jetzt nicht. Später. Als gestern erst hatten wir. Gestern Abend, wo ich gesagt habe, ich habe außer dem Kaffee und einem Schlucksbreit nichts getrunken. Also. Trinken ist noch schlimmer als essen. Da bin ich richtig schlecht, wenn es nicht gerade wirklich Hochsommer ist. Und das ist überhaupt nicht gut für mich, weil ich echt eigentlich einen schwachen Kreislauf in dem Zusammenhang habe. Aber ich krieg's halt nicht gebacken. Ja, da bin ich halt auch echt nicht belehrbar. Da trinken wir gleich erstmal ein bisschen Schluck Wasser hinten. Lecker Wasser. Lecker Wasser. Also, ich trinke kein Wasser. Ekelhaft. Aber es ist halt auch immer irgendwie was los. Und dann habe ich auch einfach keine Ruhe so zum Essen. Also gerade zu Hause esse ich ja übelst viel. Das stimmt. Aber auf Turnier, wenn ich unterwegs bin, einfach nicht. Ja, da kommt, ich kenne das ja auch von mir, wenn ich aufgeregt bin, jetzt nicht aus Turniersituationen, aber aus anderen Situationen, dann hat man ja auch grundsätzlich weniger Appetit. Ja. Weil es schlägt einem dann auf den Magen. Dann denkt man sich so, nee, ich kann nicht die ganze Zeit auf Toilette flitzen, auch beim vielen Trinken so, ne? Weil, oh nee, ich muss jetzt irgendwie hier mal einen Fokus schaffen. Das kann ich schon nachvollziehen, aber der Umkehrschluss ist, du bist ja letztendlich Sportlerin und du brauchst Flüssigkeit, weil du powerst ja eigentlich die ganze Zeit. Das ist absolut richtig, deswegen das ist das überhaupt nicht gut. Ich frage mich halt auch, wie du das machst. Also ich würde irgendwann mitten im Kreislaufkoller, glaube ich, zur Seite runterkippen und sagen, okay, ich bin raus erstmal. Ja, na, wenn es zu viel wird, dreht mich ja mal kurz zusammen. Ja, genau, und da bin ich halt bei so einer Situation... Dann halt so viel Adrenalin wahrscheinlich, weil ich so unter Strom bin die ganze Zeit. Das ist halt auch dann wenn ich runterkomme. Aber ja, deswegen ist Whitefood so wichtig für mich. Whitefood. Das
das ist ja beides. Das ja, ist ja das beides stimmt. kombiniert. Und ich habe alle. Das ist voll gut. Das ist wirklich mein Lebensmotto. Anders würde ich das Turnier gar nicht überleben. Momo ist für mich immer das Handy an der Hand. Immer und überall. Ja. Also das Telefon spielt eine große Rolle, glaube ich, in ihrem Leben. Wenn sie Storys macht und so richtig überzeugt von ihren Produkten ist, sagt sie mal richtig, richtig cool. Und ich glaube, ich habe noch nicht einen Ritt erlebt, an dem nicht das Telefon geklingelt hat und irgendwer irgendwas von ihr wollte. Und meistens ist es Alexander, der anruft, weil es Mittag fertig ist. Ja, ich reite jetzt aber gerade noch. Ich kann jetzt noch nicht kommen. Ja, aber es Mittag ist. Ja, aber Alex, ich sitze gerade noch auf dem Pferd. Klatsch aufgelegt. Sorry, es ist so. Es ist richtig wahr. Weil, oh. Das ist ja eine typisch Alex-Sache eigentlich, die jetzt hochkommt. Aber er ruft immer für Sachen an. Ja. Das hätte halt auch nur WhatsApp getan. Ja. Weil es ist absolut nicht zeitnah zu klären. Ja. Es ist nicht wichtig in dem Moment. Und es ist ein Satz. So, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich fahre jetzt im Baumarkt. Oder weiß ich nicht. So ein dummes Beispiel. Aber es hat ja nur WhatsApp hat es auch getan. Dafür sitze ich auf dem galoppierenden Pferd mitten im Parcours. Muss durchparieren. Muss mein Handy rauskramen. Geh ans Telefon. Außer Atem. Was bist du jetzt wieder so genervt? Ja. Alexander, ey, wir müssen mal ein typisches Alexander-Video machen. Oh je. Sprich, dass sie sich hinterher immer drüber beschwert, dass er einfach auflegt. Das ist auch so ein typischer Moment mit Momo immer. Das ist ja also eine Sache, sie hat immer Lippenbalsam dabei, egal wo sie hingeht. Richtig. Weil trockene Lippen, wer will das? Sie macht immer so witzige Handfiguren. Wenn sie den Kurs durchgeht oder so, geht sie immer so mit der Hand hin durch. Oder halt, wenn sie irgendwas erklärt, wie du ein Pferd reiten sollst, dann zeigt sie das, stellt sie sich das immer so vor, wie als würde sie drauf sitzen. Ja, auch immer, wenn ich Unterricht gebe, das ist ganz schlimm, weil ich dann mitreite. Hey, ich finde das aber voll gut, weil dann kann man sich, also du fühlst also klar, es halt. Halt auch, also es sind ja meistens entweder meine Pferde oder Pferde, die ich in Britt habe, die ich sehr gut kenne oder so. Also ich weiß ja in dem Moment, ich sehe das so von unten. Und reite halt wirklich so mit meinen Händen die Hilfe mit, wo ich sage, jetzt einmal kurz rechte Parade, jetzt hier. Oh, dann denke ich mir, jetzt komm doch mal mit der rechten Parade. Na, dann wäre er doch wieder da, wo du ihn haben willst und so. Also das sieht, glaube ich, immer sehr lustig aus, weil ich halt wirklich reite halt immer so mit den Händen. Ich muss auch mal an dem Wochenende, oh, da kommt unsere Gang. Ich muss auch mal an dem Wochenende mit dabei sein, wenn du Training gibst. Ich sehe dich ja immer nur auf Turnier. Ey, Püppi ist eine Maschine, ey. Guck dir die doch mal an. Ja, sieht gut aus gerade. Wir müssen kurz mal unterbrechen. Mal gucken. Das geht nicht. Wieso ist hier kein Schlüssel drin? Du kannst das Fenster nicht aufmachen. Ja, kein Motor. Oh, stimmt ja. Scheiße. Oh, oh, oh. Hallo. Hallo. Kasano. Voll im Tunnel. Total im Tunnel. Voll im Tunnel. Und Tina. Hallo. Hallo, Lila, Lula, Lila. Hallo. Geil. Püppi scheißt erstmal schön vor das Stallzelt, ja. wo waren wir jetzt? Training. Ja, also dass ich auch gerne mal mit dabei wäre, wenn du hier mal Training machst. Dass ich mir das mal angucke, weil das kann ich tatsächlich, ich sehe das ja, ich höre das nur aus Erzählung und sehe dich immer nur selber reiten. Keine aber Videos zeigen. Ganz selten vom unten stehen. Ich filme ja immer die Mädels mit so, also da siehst, da hörst du ja zumindest, was ich sage. Das ist auch sehr viel super. Na, oder bei Melli in dem letzten Melli-Update-Video. Super! Sie hasst das, wenn die Ader rauskommt. Das stimmt. Ja, das ist immer, weißt du, ich finde, das ist typisch. Ja. Sieht man auch, dass sie richtig Freude hat. Und dann sie richtig, oder wenn ich wütend bin. Schaukelt immer auch ganz alleine. Ja. Was schaukelt? Die schaukelt beim Lachen, klar. Wenn du richtig ach so, am Feiern bist. Und sie lacht, wenn Pferde buckeln. Sie lacht sich immer tot, wenn Pferde buckeln. Also sie wird nicht laut oder panisch oder so, sondern sie lacht sich tot. So wie es auf den Fotos ist und in den Videos, so reitet sie halt auch. Sie reitet halt wirklich total pferdegerecht und das finde ich super. Ja, typisch Momo ist auch eine sehr liebevolle Art. Sie hat sehr viel Geduld und hat immer die Ruhe selbst, egal was ist. Das ist manchmal echt gut, wenn man sich selbst so fertig macht. Und das
dass wenn, ich weiß nicht, immer diese liebevolle Strenge so, wenn irgendwie die Pferde oder auch die Hunde, keine Ahnung, oder Quatsch macht, dann gibt es einmal so ein und dann, dann ist gleich wieder alles gut und alles lieb, wenn es dann läuft und ja. Wenn sie Reitunterricht gibt, so mit den Mädels, dann, wenn sie so richtig konzentriert ist und dann irgendwas ruft, dann kommt manchmal das Sächsische bei ihr durch. Auch wenn man das sonst nie hört, bei ihr wirklich nie. Aber dann kommt das so ein bisschen durch und dann sagt sie beispielsweise vorwärts galoppieren und dann kommt dieses sächsische Ne hinterher noch. Vorwärts galoppieren, ne. So. Ja? Das ist sie noch nie auf. Nee, doch. Musst du mal drauf achten. Antonia hat das auch sofort bestätigt. Und ich dachte mir so, hä? Und typisch Momo ist noch nie auch, gehört. Egal wie warm es ist, Michelle zieht sich zum Schlafen einen Pullover und eine lange, was ist denn, sind das so Jogginghosen, Laufhosen an. Was ist mit ihr? Es ist warm. Nein. Und sie zieht sich einen Pullover an, wo alle im T-Shirt sagen, es ist total warm, wie kannst du nur? Nein, es kann nicht warm genug sein. Nö, wird sie Frostbeule. Die Michelle. Außerdem nicht ganz typisch. Vielleicht, weil ich zu wenig esse. Ja! Dein Körper kann gar nicht so viel Energie produzieren, um dich schön warm zu halten. Deswegen immer, und noch eine Jacke, und noch eine Jacke, und noch eine Jacke. Jeden Abend gerade im Hotel haben wir das Thema. Ja. Wie du mit deinem Pony da sitzt. Vor allem ist es eine Affenhitze in der Bude. Nein! Und man denkt sich nur so, oh gut, also das Fenster ist aufgeklappt für die frische Luft. Aber wir müssen, können ja nicht mit Sperrangelweiten auf dem Fenster schlafen. Das funktioniert ja nicht so, ne? Aber Michelle sitzt da, zieht's durch mit dem Pullover. Und Hose und Socken. Und Hose und Socken, stimmt. Hose und Socken. Ah ja, aber ganz, also im Sommer, Sommer, auch nicht. Dann kommt ein dünnes, ein sowas dünnes, zieht sie dann an zum Schlafen. Gleich. Momo, ihren Ehrgeiz, das, was sie sich in den Kopf setzt, will sie erreichen. Das kenne ich so auch von keinem anderen. Und sie hat ihren Weg im Kopf. Und ihr Ziel im Kopf und wenn ein Weg nicht klappt, sucht sie sich ganz schnell einen neuen und lässt sich da überhaupt nicht abschütteln von ihren Zielen. Egal wie krass oder wie schwierig oder wie heftig eine Situation ist, die zieht halt durch. Auch wenn doofe Dinge passieren im Leben und die passieren uns allen, lässt sie sich überhaupt nicht davon unterkriegen. Die hat einen Biss, die Frau. So, das ist richtig typisch Momo. Wenn irgendwas passiert, wo ich verzweifeln würde und wir sprechen über die Situation, dann denke ich immer, wie souverän man damit umgehen kann. Und wir kennen sie ja schon länger. Und gerade in so einem jungen Alter ja noch, so viel Lebenserfahrung zu haben und so viel Ruhe einfach insgesamt, das ist sehr bewundernswert. Und das finde ich ist alles typisch Momo. Ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der so, ja, was ist das? Ist das diszipliniert? Ist das hart im Leben? Ich weiß es nicht. Also, ne, auch diese Anreise mit München jetzt, die ja so ein bisschen gesplittet war. Ihr seid mit den Pferden angereist, sie konnte halt erst später nachkommen, ist irgendwann in der Nacht angereist hier und hatte früh um 8 halt die erste Prüfung. So, und die Anreise von uns zu Hause bis hierher sind halt mit Pferd 7-8 Stunden, mit dem Auto auf 4,5, ist halt im Sack danach eigentlich. Und dann halt wieder aufzustehen, abzuliefern, Parcours abgehen, da zu sein, mit Sponsoren zu quatschen. Also das finde ich schon echt beeindruckend, muss ich sagen. Das ist für mich auch so typisch Michelle. Die zieht immer, die ist immer da. Immer. Es gibt noch ganz viele andere Sachen. Lustige Sache ist typisch Momo. Auch wieder, dass sie so tief entspannt und ruhig ist. Sie ist super spontan. Also wenn man eine Reise plant, und da sind immer viele Reisen mit Turnieren verbunden, dann weiß man eigentlich bis zum Schluss nicht, in welchem Hotel übernachtet man. Wo ist man hingekommen, wann geht's eigentlich los? Das kommt immer so kurz vor knapp, aber das ist typisch Momo. Da muss ich dachte gerade, sie ist spontan. Ich so, hä? Ich bin der unspontanste Mensch dieser Welt. Hm? Sobald irgendwas nicht nach Plan läuft, also das, bin, ja? bin ich übelst gestresst. Aber ja, das mit den Hotels. Das stimmt. Wir haben unser Hotel für die Equitana auf der Autofahrt gebucht. Auf der Autofahrt. Nicht mal wir, meine Mama. Und dann hat es auch noch die Mama. Ja, geil. Hm? Ey, das ist aber auch echt so eine Sache. Aber wahrscheinlich, weil ich mir dann denke, wenn irgendwas ist, also es ist ja Schwachsinn, du kannst ja meistens noch sehr kurzfristig so stornieren. Schon, ja. Aber dann denke ich mir halt meistens so, ja, aber wenn irgendwas ist, dann hast du das Hotel jetzt gebucht, dann musst du dich ja wieder um ganz viele andere Sachen wieder rückwärts kümmern und so weiter. Ich glaube, daher kommt das.
also anders kann ich mir nicht erklären. Es hat jetzt keinen tieferen Sinn, außer dass ich es vergesse. Mm, mm, mm. Aber das ist vielleicht so ein bisschen unterbewusst, dass ich mir so die Planung, auch Turnierplanung an sich, also das Nennen, immer auf den letzten drücke und dann denke ich mir so, fuck, gestern war Nennschluss. Oh ja. Also bei sowas bin ich schlecht. Ich weiß nicht warum. Bei allen anderen Dingen bin ich ja übelst strukturiert. Nicht, wenn man eben nicht so spontan ist und immer alles geplant haben möchte, erstmal mit arrangieren. Aber man hat immer ein Hotel. Also nachdem wir jetzt alle gehört haben, fehlt natürlich eine noch und das ist natürlich Conny. Weil Conny aber nicht so gerne vor eine Kamera geht. Conny ist was ganz Besonderes, die ist wie so ein Einhorn. Freut sie sich bestimmt. Schön ist, aber auch scheu ist. Ne? Ja. Und deswegen hat Antonio... Was steht da? Genau, und da habe ich nochmal kurz hingeschrieben, dass Conny uns ihre Gedanken mitgeteilt hat und die vortragen. Antonia darf es vortragen. Glorreiche Aufgabe gehabt, das mal einzusprechen für euch. Typisch Mo. Gemeint diese Stimme. Typisch Mo. Entstand übrigens auch in diesem Transporter. Also sorry, falls der Ton nicht ganz lupenrein ist. Jeden Morgen, wunderbar, kommt Momo in den Stall mit Lächeln und goldenem Haar. Stets gut gelaunt und motiviert, wird täglich geritten und longiert. Ob Youngster oder Routinier, nach jedem Sprung einen spitze Hey. Das Wohl der Tiere an erster Stelle, macht sie das in Ruhe, ohne hektische Welle. Stets routiniert, mit vollem Plan, geht sie entspannt Turniere an. Wer sie gut kennt, der weiß genau, das ist eine nette junge Frau. 1,65 misst der Zwerg, doch nur die großen Pferde sind bei ihr begehrt. Wer gut zuguckt, sieht genau, die Braunen sind stark begehrt bei der Frau. Weiter fällt mir jetzt nichts ein, dann wird es das gewesen sein. Voll das Gedicht! Ja, ich habe auch so gelacht, als ich es gelesen habe. Dachte mir, auch Conny, bist du niedlich. Süß. Ja, schon. War's das? Ja. Da kommt er noch an. Ah, süß. Ah, das habt ihr voll schön gemacht. Vorbei. Voll schön. Ja, gefällt's dir? Mir würde jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel einfallen, was ich ergänzen würde. Ich glaube, das war sehr umfassend. Es war sehr umfassend. Ich fand auch, das war sehr vielseitig. Also, Ginny ist sehr, die ist so sehr deep geworden in ihren Ausführungen. Sie aber immer. Hm, das fand ich halt so schön, weil ich mir dachte, oh ja, die Ansichten haben wir noch gar nicht. Alex ist der schlechteste O-Tongeber auf der ganzen Welt. Der wirft ihr einen Brocken hin und dann guckt er in die Kamera und sagt nichts mehr. Und die Mädels waren halt super süß, ne? Also, die können natürlich die ganzen Insights erzählen vom Training und wie du da bist. So, also, du bist ja da nochmal, das ist ja nochmal ein ganz anderer Mensch. Ein ganz anderer Mensch, Momo-Mensch, als du, wie du hier halt auftrittst, ne? In diesem professionellen Umfeld. Das ist auch, das war, fand ich schön, das ist eine schöne bunte Mischung, finde ich. Ja, kann ich so unterschreiben. Ich habe nichts zu meckern, ich habe nichts zu beanstanden. Das ist schön. Das können wir so online stellen. Das ist okay. Damit ist das hier eine Abnahme unter Zeugen. Drei Kameras. Sehr gut. Tschüss. Tschüss. Bis, was kommt eigentlich am Donnerstag? Das überlegen wir uns noch. Werdet ihr ja sehen. Auf jeden Fall gibt es am Samstag den Vlog aus München. Da seht ihr das hier nochmal. Ja, da wird es das hier nochmal geben. Tschüss. Tschüss.